Ich koche mit Ihnen heute zusammen Spinat Ricotta Crispelle auf Kürbisscham. So. Für den Kürbisrahm schwitzen wir in Butter die Schalotten an, ein Teil der Schalotten an, zusammen mit dem Kürbis. Lassen das Ganze 1-2 Minuten schwitzen. Nachdem der Kürbis angeschwitzt ist, gießen wir mit Gemüsebrühe bündig auf und lassen das Ganze jetzt bei mittlerer Hitze ungefähr eine halbe Stunde köcheln. Für die Spinat Ricotta Crispelle benötigen wir natürlich Spinat, den haben wir hier. Da ist es auch durchaus legitim, tiefgefrorenen Spinat aus dem Supermarkt zu nehmen. Der ist genauso gut zu verarbeiten wie frischer, aber weniger aufwendig. Dann haben wir ungefähr in derselben Menge den Ricotta, einen italienischen Eiweißkäse, der ungefähr in der Mischung 1:1 mit dem Spinat gemischt wird. Einfach ein bisschen Salz mit dazugeben und das Ganze gleichmäßig vermengen. Bei Bedarf kann man gerne auch noch etwas Knoblauch dazugeben oder andere Gewürze. So, als Crepe-Mantel nehmen wir einen ganz normalen Eierkuchen, der besonders dünn ausgebacken wurde zum Crepe, bestehend aus Milch, Eiern und Mehl, ein bisschen Salz und wir streichen den jetzt auf der einen Seite mit unserer Spinat Ricotta Masse. Anschließend wickeln wir diesen Crepe straff ein, legen ihn auf ein gefettetes Blech, das ist ganz wichtig, und stellen ihn in den Ofen eine Viertelstunde bei 150 Grad und ein wenig Wasserdampf. Da reicht es auch zu Hause, einfach eine Schale mit Wasser mit in den Ofen zu stellen. Wie gesagt, 150 Grad, eine Viertelstunde. Währenddessen immer mal wieder den Kürbis ein wenig aufgießen, damit er nicht im Trocknen liegt. So, für unsere Tomatensalsa schwitzen wir wieder mit einem Stück Butter zusammen einige Schalotten an. Geben unsere frischen Tomaten dazu. Für den nötigen Pep eine Chilischote, ein wenig Salz und frischen Pfeffer. Und lassen das Ganze ein wenig einkochen. Zwischendurch werden die Sachen köcheln, auch hin und wieder noch mal ein wenig umrühren, damit auch alles gleichmäßig weich wird. Damit alles auch möglichst zeitnah fertig ist zum Anrichten. Jetzt, wo der Kürbis weich gekocht ist, pürieren wir den Kürbis. Zum Schluss, zum Verfeinern, fügen wir einfach noch ein wenig Sahne mit dazu. Und verrühren die mit unserer Kürbissuppe. Unsere Tomaten pürieren wir ebenso. Bei einer Salsa darf das Ganze etwas gröber ausfallen, muss nicht ganz glatt püriert werden. Sieht dann einfach auf dem Teller im angerichteten Zustand einfach schöner aus. So, die 15 Minuten sind um, unser Crepe ist fertig. Jetzt schneiden wir den Crepe in schrägen Schnitten auf und erhalten so ein schönes Schnittmuster. Diese bestreuen wir nun mit Parmesan. Es geht natürlich auch jeder andere italienische Hartkäse. Setzen Sie wieder zurück aufs Blech. Und lassen Sie bei Oberhitze im Ofen oder unter dem Salamander gratinieren. Nach 5 Minuten ungefähr sind die Crispelle wunderbar überbacken, haben eine schöne Farbe und wir können sie jetzt anrichten. Kurz vorm Anrichten einfach die Kürbissuppe noch mal ein wenig aufschäumen. Den
Kürbisschaum abschöpfen, in einen tiefen Teller geben, die gebackenen Crispell Sternmuster verteilen, unserer hausgemachten Tomatensalsa verzieren. Zum Abschluss einfach ein paar Kürbiskerne rübergeben und frisch gehackte Petersilie. Und hier haben wir jetzt unser fertiges Gericht, die Spinat Ricotta Crispell mit Parmesan überbacken auf Kürbisschaum mit unserer hausgemachten Tomatensalsa. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de